Sie kennen mein Geheimnis. Mehr kann ich dem nicht hinzufügen. Bevor ich gehe, da wäre noch etwas. Ihr Name ist Helena, nicht wahr? Nicht Elena. Sie sind Helena Maria Gilbert, nicht wahr? Die Schwester von Sonja Armstrong. Die Tochter von Linda Arden. Mademoiselle, ich möchte wissen, mit welchem Recht Sie... Nein, Rudolf. Es hat keinen Sinn, Mademoiselle Marceaus Worte abzustreiten. Es stimmt, Mademoiselle. Ich bin Helena Gilbert, die jüngere Schwester von Sonja Armstrong. Merci, Monsieur le Comte. Die Zeit für Gespräche ist vorbei. Werden wir alle diese ganze Angelegenheit hinter uns haben, wenn Sie und dieser belgische Detektiv es nur erlauben. Ich bin völlig durcheinander. Sie sind wieder da. Haben Sie mir noch mehr zu berichten, Mademoiselle? Darf ich was überhaupt nicht wirklich sagen? Nein. Ah, Herr Fritz spielt sich jedenfalls als Privatdetektiv auf. Das ist alles, was ich bis jetzt entdeckt habe. Wir machen Fortschritte, Mademoiselle. Mal sehen, was wir erfahren können. Gräfin Andreny ist Helena Gilbert, die Schwester von Sonja Armstrong. Ja, es ist leicht zu verstehen, warum ihr Mann versucht hat, diese Tatsache zu verbergen. Was sie über den Armstrong-Haushalt erzählt hat, ist äußerst interessant. Gehen Sie bitte die Punkte Ihrer Aussage durch, die Ihnen aufgefallen sind. Dr. Konstantin ist Tierarzt. Der einzige Mann im Zug, der zur Beschreibung des unbekannten Feindes von Ratchet passt? Und das ist sein einziges Geheimnis? Ha. Ich habe alle Teile. Jetzt muss ich sie nur richtig zusammensetzen. Très bien, Mademoiselle. Das haben Sie gut gemacht. Merci, Mademoiselle. Leider ist der Bericht noch nicht abgeschlossen. Wir sind jetzt mit viel mehr zusätzlichen Informationen gewappnet als vorher. Setzen Sie die Ermittlung fort und scheuen Sie sich nicht davor, Indizien, die Sie bereits entdeckt haben, zu überdenken. Sprechen möchten, können wir. Pardon, Mademoiselle, ich würde mich gerne später mit Ihnen unterhalten. Wann wird uns dieser Schneepflug befreien? Ich muss von diesem Berg runter.
Kommen Sie später wieder, Miss Marceau, dann können wir plaudern. Sie werden kein Wort mehr aus mir herausbekommen. Sie sind der einzige Lichtblick in dieser ganzen Geschichte, wenn ich das sagen darf. Rote Kimono in Ihrer Tasche, Mademoiselle. Also, ich muss doch sehr bitten. Da werde ich nichts weiter finden. Ah, Sie sind wieder da. Haben Sie mir noch mehr zu berichten, Mademoiselle? Das ist alles, was ich bis jetzt entdeckt habe. Wir machen Fortschritte, Mademoiselle. Mal sehen, was wir erfahren können. Der rote Kimono ist in meinem Koffer aufgetaucht. Ich schwöre Ihnen, er gehört mir nicht. Oh, Mademoiselle, daran habe ich keinen Zweifel. Sie haben seinen Besitzer energisch verfolgt. Nein, das ist eine Herausforderung, verstehen Sie? Jemand wirft uns den Federhandschuh hin. Sehr gut. Wir nehmen ihn auf. Mademoiselle Marceau, Sie erinnern sich vielleicht an meine Bemerkung über die Menschen unterschiedlichster Gesellschaftsschichten und Altersgruppen, denen man beim Reisen begegnet? Ja, natürlich. Versuchen Sie sich vorzustellen, wie oder wo eine solch gemischte Gesellschaft auch unter anderen Bedingungen zusammenkommen könnte. In Amerika? Oui, Amerika. Schmelzpfanne der Nationen. Schmelztiegel. Das ist die Antwort, die ich mir selbst gegeben habe. Nur in Amerika könnte sich ein Haushalt aus so vielen verschiedenen Nationalitäten zusammensetzen. Und was entdecken wir hier? Ein solcher Haushalt hat sich an Bord dieses Zuges wiedergefunden. Ein Haushalt, der vor 10 Jahren durch diesen Mann Ratchet zerstört wurde. Und so nähern wir uns dem Ende einer Reise. Bitte versammeln Sie unsere Mitreisenden im Salonwagen und bitten Sie außerdem Pierre und Dr. Constantin zu mir. Ich werde Ihre Hilfe brauchen, um meine Person in den Salonwagen zu befördern. Sie wollen Ihre Lösung präsentieren? Ich werde 3 Lösungen anbieten. Sie, Mademoiselle, werden entscheiden, welche davon der Gerechtigkeit am besten dient.